Hallöchen und willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal. Ja, ich möchte mir gerne zusammen mit euch Kubi Factorium anschauen. Es ist ein Indie-RPG-Simulations-Strategiespiel und wurde von einem deutschen Entwickler erschaffen. Was ist Kubi Factorium? Baue und verwalte blühende Kolonien und entdecke neue Länder in Kubi Factorium. Das Spiel umfasst mehrere Biome, die erkundet werden können. Eine Vielzahl von Ressourcen, die abgebaut werden können, komplexe Transportsysteme und Automatisierung, die gebaut werden können, sowie interessante Produktionsketten, die es zu meistern gibt. Ich würde das mit Minecraft, Anno, Rimworld, Factorio eher so vergleichen, also so eine Mischung von den Ganzen. Ich selber habe das Spiel gerade erst installiert. Und habe mir nochmal die Einstellung angeschaut. Das müsste eigentlich soweit alles passen. Und ich würde auch sagen, wir starten direkt mit dem Tutorial. Ja, es gibt 13, die wir wahrscheinlich auch alle machen werden, um das Spiel, weil es sehr, sehr komplex ist, besser zu verstehen. Wir fangen mit der 1 an, eine einfache Kolonie. Dieses Tutorial zeigt die Grundlagen von Produktions- und Kolonistenmanagement. Ja, das machen wir und starten auch direkt. Auf jeden Fall sehr entspannte Musik. Wow, also grafisch ganz klar eher so Minecraft, würde ich sagen. Wir können, okay, das ist unsere Karte hier. Wir können das Ganze mit WASD steuern. Okay, das sind unsere Kolonisten. Wo sehen wir, wie viele Kolonisten wir haben? Ah, hier ist das Kolonistenmenü. Hier sehen wir, wie viele wir haben gerade. Okay. Und okay, hier ist das Hilfesystem. Hier erscheinen unsere Aufgaben wohl. Klicke auf diese Aufgabe. Ah ja. Was ist das hier? Das ist ein Schiff. Dieses Boot ist alles, was den Kolonisten von ihrer Heimatinsel geblieben ist. Okay. Rotiere die Kamera mit Q und E. Ah, okay, wir können das ein bisschen drehen hier. Ups, ja. Erstelle einen neuen Lagerplatz. Wie konnten wir nochmal... Ah, okay. Ah, also beim Ranzoomen wird das so ein bisschen verschwommen, ne? Lagerplatz. Wir können hier einen Lagerplatz erschaffen. In dem Schiff sind anscheinend noch Gegenstände drin. So, jetzt haben wir hier so ein Lager hier, okay. Verbinde Schiff mit Lager. Verbinde Schiff mit Lager. Nee. Haben wir das jetzt miteinander verbunden? Ah, so, okay. Jetzt haben wir das Schiff mit dem Lager verbunden, damit die Klamotten da reinbringen, oder wie? Setze das Lager auf alle Güter akzeptieren. Als Lager verwenden. Mhm. Alle Güter ablehnen? Nee. Was machen wir denn? Prioritäten können wir einstellen. Warnung, kein Gut akzeptiert. Nee, haben wir doch gemacht. Alle Güter akzeptieren, haben wir gedrückt. Achso, die entladen das automatisch, okay. Wir gehen jetzt und... Woran sehen wir, wie viele Klamotten wir jetzt hier gerade drin haben? Ach da. Holzscheiter, 8 Stück haben wir gerade. Aber mehr auch nicht.
Oh nein, was habe ich gedrückt? Wir können auch die Geschwindigkeit... Ah, wir können die Geschwindigkeit erhöhen. Wir können pausieren. Baue ein zweites Lagerfeuer, um dein... ja, okay. Territorium zu erweitern. Also anscheinend sind diese roten Pfähle hier unser Gebiet. Und wir können das durch Lagerfeuer erweitern. Bauen. Da ist ein Lagerfeuer. Ja, man sieht das ganz gut da gerade. Rote Gebiet ist okay, ist nicht unser. Deswegen können wir hier am Rand, so ähnlich wie Siedler, würde ich gar nicht sagen, ne? Kann man vielleicht auch ein bisschen wie Siedler. Ja, okay, haben wir gemacht. Und wer baut das jetzt? Macht das... Oh, er läuft schon. Er hat schon ein Stück Holz in der Hand. Er läuft einfach durch den Baum. Es gibt Vögel hier. Schön. Was ist er denn für einer? Ne, er hier. Warum steht er hier rum? Das ist der Erich. Er hat Name Erich. Erich. Das ist der Erich. Jobs. Das ist so ähnlich wie... Ja, das ist ähnlich wie bei Rimworld. Die Kolonisten haben... Was gibt es hier eigentlich alles? Bau, abbauen, ernten. Also er hat so Skills... Er ist ganz gut im Bauen, würde ich sagen. Abbauen 1, Landwirtschaft, Viehzucht, Handwerk, Energie. Was ist Energie? Kolonisten und Tiere können Strom erzeugen. Tiere auch. Also gibt es hinterher hier mal Hamster oder was? haben wir gemacht. Erzeuge Abbauaufgaben. Die Insel ist sehr reich an Ressourcen. Baue Holz und Steine ab. Ah ja. Okay. Was ist das hier? Das sind Steinhaufen, das sind Bäume, okay. Dann bauen wir mal ab. Abbauen und ernten. Hier, das bauen wir ab. Und hier, das ganze Gedöns hier. Was ist das hier? Wilder Pilz. Okay, das sind Pilze. Was ist das? Erdbeerstrauch. Aha. Baue einen Brunnen, um unsere Leute mit frischem Wasser zu versorgen. Machen wir. Lagerplatz abbauen, ernten. Nee. Wo ist denn das? Ah, hier ist ein Brunnen. Gebaut aus zwei Steinen. Und hier wird Wasser produziert. Ja. Den können wir anscheinend hier überall hinbauen, oder wie? Aber ich würde sagen, hier ist... Nee, wir bauen den hier vorne hin. Okay. Erstelle einen neuen Lagerplatz. Verbinde Brunnen mit Lagerplatz. Okay, dann machen wir das anders. Wie können wir das Ganze abbrechen hier? Nee, abbrechen. Abbrechen. Dann baue ich mal den Brunnen hier oben hin. Ja, komm, hier so ziemlich am Rand. Und einen neuen Lagerplatz. Machen wir das. Hier machen wir einen kleinen Lagerplatz hin. So. Und gleich verbinden wir Brunnen mit Lagerplatz. Geben wir hier ein bisschen Gas. Oh. Das sieht sehr gut aus. Wackelt einmal kräftig. Also wir haben auf jeden Fall sehr viel Steine und Holz da. So, jetzt haben wir unseren Brunnen, haben wir fertig, ne? Kein Außenlager zugeordnet. Können wir da draufklicken und das machen? Nee. Aber wie habe ich das denn gerade gemacht? Wie habe ich das Gelbe denn jetzt gerade hingemacht? Das weiß ich gerade gar nicht. Produkt wählen. Ach, die produzieren schon Wasser, okay. Da muss ich gar nichts klicken. Werkstatt ist untätig. Dann hoffe ich mal, dass der das da auch hinbringt. Ich
weiß zwar nicht, warum der hier so einen riesen Bogen läuft, aber er bringt das Wasser dahin, okay. Trinke Wasser, untätig. Ach, hier unten steht, was der Kolonist gerade macht oder vorhat, okay. Bedürfnisse haben die Kolonisten anscheinend auch. Ein mutiger Mensch, immer bereit für neue Herausforderungen. Trinken 98%, null essen, schlafen 2, okay. Braucht Milch. Luxusbedürfnisse. Die haben Grundbedürfnisse und Luxusbedürfnisse. Okay. Uiuiui. Baue eine Farm, um frische Lebensmittel für die Kolonisten anzubauen. Farm erstellt. 12 Farmen. Oh. Farm. 12 Farmen. Das sind aber geile Geräusche hier. Nee, ein bisschen größer, oder? So. Jetzt haben wir 6x4, 24er. Ach so, okay. Erdbeerstrauch Farm erstellen. Was machen die jetzt hier? Pflüge den Boden. Ach, okay. Die stampfen dann ganz kräftig auf den Boden und pflügen dabei. So, so. Erstelle einen neuen Lagerplatz. Schon wieder einen neuen Lagerplatz? Wofür denn so viele Lagerplätze? Ich meine, oh, jetzt bin ich ein bisschen weit weggegangen. Ich meine, der ist auch schon fast voll hier. Warum ist hier ein Ausrufezeichen? Gut. Lagerplatz. Ich weiß zwar nicht warum, aber... Wir erstellen mal so ziemlich hier vorne ein, damit die gleich die Klamotten hier reinbringen können oder so. Verbinde Erdbeerstrauchfarm mit Lagerplatz. Haben die den jetzt hier fertig oder nicht? Erdbeerstrauch. So, haben wir alles gemacht. Was macht er jetzt? Untätig. Wandere. Bewässere Erde. Ah, okay. Die nehmen jetzt das Wasser und bewässern hier die Erde. Das sieht man hier ganz gut. Und er stampft nochmal das Wasser fest, oder wie? Was macht er da? Er pflanzt. Ich glaube, er pflanzt da irgendwas oder so. Pflanze Erdbeerstrauch. Ah, okay. Baue eine einfache Basiswerkstatt und stelle einige Holzbretter her. Okay. Machen wir auch. Baumschule? Nee, keine Baumschule. Farm. Da, Werkstätten. Basiswerkstatt. Oh, die ist aber ziemlich groß. Ich glaube, ich mache die hier vorne hin. Ach nee, ich wollte die... Nee. Ich kann anscheinend auch die Gebäude drehen. Setze Produktion auf Holzbrett. Ja, erstelle einen neuen Lagerplatz. Wieder mal einen Lagerplatz. Wir machen mal diesen Lagerplatz. So ziemlich hier hin. Damit er gleich seine Holzbretter direkt dahin packen kann. Damit es nicht so viele Laufwege gibt. Ich hätte wahrscheinlich auch dieses... Wasserdingen da hinsetzen sollen.
Jetzt muss der immer das Wasser hier rausholen, bringt das dahin. Das ist nicht sehr, sehr effektiv, oder? Ach, er baut noch, okay. Ach, hier haben wir auch schon Bretter liegen, oder wie? Holzscheite. Ne, das sind Holzscheite. Die sehen aber irgendwie... Obwohl, nee, das sind Holzscheite, okay. Richte das Lager so ein, dass es Holzbrett annimmt. Holzscheit. Alle Güter ablehnen. Ach so. Als Lager verwenden. Verwende diese Einstellung, wenn du möchtest, dass deine Kolonisten dieses Lagerdepot zum Einlagern von Gegenständen verwenden. Holz. Holzbrett. Ja, das möchte ich, dass eingelagert wird. Verbinde Basiswerkstatt mit Lagerplatz. Ja, das machen wir auch. Haben wir gemacht. Keine Produktion ausgewählt, Holzbrett. So. Da sollte jetzt eigentlich ein Typ reingehen, der dann aus den Holzscheiten ein Holzbrett macht. Zwei Holzscheite ergibt ein Holzbrett. Okay. Einige Schiffsbrüchige wollen sich unsere Kolonie anschließen. Erweitere dein Territorium. Erweitere dein Territorium, bis du ihre Flagge umschließt, um sie zu rekrutieren. Ach, hier vorne, oder wie? Ah, okay. Das ist eine andere... okay, ja. Machen wir. Baumschule? Nee, nein. Wo war das? Da. Lagerfeuer. Ja, dann werden wir mal mit einem... Ja, das setzen wir dann mal hier hin. Was ist hier? Ein Baum umgekippt, oder wie? Tatsächlich. Hier ist auch ein Baum umgekippt. Warum passiert denn sowas hier? Oh. Hier wachsen schon Erdbeeren. Oha, hier sind schon Erdbeeren. So, wir geben mal hier ein bisschen Gas hier. Dann wird das Lager vollgebaut. Was ist das hier? Sumpfgebiet. Hier wachsen keine Pflanzen. Ach, eine Beutekiste. Beutekisten enthalten eine zufällige Sammlung von Gegenständen. Kostenlos. Abbaubau. Ach so, abbauen. Wir können das abbauen. Diese Kiste. Da sind irgendwelche Gegenstände drin, die wir gebrauchen könnten. So, nochmal ein Lagerfeuer bauen. Der kann hier rumlaufen und das dann da bauen, okay. Oder können wir nicht eine kleine Brücke bauen? Straßenbauwerkzeug. Steinstraße, eine Schlammstraße. Wir können richtige Straßen bauen hier, oder wie? Was bringt das, wenn man eine Straße baut? Geschwindigkeitsbonus 100%. Dieser Kopfsteinpflasterweg ist zwar rudimentär, aber er macht das Gehen wesentlich einfacher. Okay, dann machen wir das so, dass wir mal hier so eine Straße bauen. Dass sie hier ein bisschen schneller drauflaufen können. Und wie ist das dann mit einer Brücke? Können wir einfach hier so rüber bauen? Nö, können wir nicht. Ach so, er stellt Bretter her, okay. Und er fängt an zu bauen.
So, und nu? Wir sollen sie umschließen. Fehlt da jetzt noch einer? Ich glaube, wir müssen noch ein Lagerfeuer bauen. Dann haben wir da, dann haben wir die. Ich würde sagen, einfach hier hinbauen, oder? Kann man das Schiff jetzt komplett entladen? Ja, das Schiff ist entladen. Oh, die laufen hier auf jeden Fall schneller drüber. Und diese junge Dame ist irgendwie sehr, sehr, sehr schnell unterwegs. Ja, das bringt auf jeden Fall was, wenn wir hier eine Straße bauen. Das ist schon mal ganz cool. Geht das noch schneller? Nee. Es gibt hier drei Geschwindigkeitsstufen. 1, 2 und 3. Oh, wir haben... Oh, was haben wir getan? Oha, er gibt ja richtig Gas da. Ja, wir haben... Oh, er pennt da. Hat er jetzt auf dem Boden gepennt? Oder wie? Tatsächlich. Ja. Wir haben das erste Tutorial gewonnen, anscheinend. Bisher ganz cooles Spiel. Alles sehr, sehr interessant natürlich. Wird wahrscheinlich hinterher sehr, sehr komplex, weil wenn ich mir... Wo können wir denn die ganzen... Gegenstände anschauen. Können wir uns hier irgendwo anschauen? Alle Güter. Nee. Also gibt hier anscheinend sehr, sehr viele Güter hier. Gut. Machen wir. Insel verlassen. Du hast gewonnen. Ja, Rango hat Landwirtschaft Level 3 erreicht. Sieglinde hat Handwerk 2. Okay, hier steht nochmal alles. Wir machen... nächstes Tutorial, da steht's doch. Machen wir das zweite. Ah, wir müssen auch eine Taste drücken. Ja, wir sind hier beim zweiten Tutorial. Wir wollen nicht, dass Bertha wegläuft, um entfernte Ressourcen zu holen. Weise der Werkstätte ein Eingangslager zu, um dieses zu verhindern. Ah, okay. Was sind das hier für Würfel? Die verwirren mich gerade hier ein bisschen. Man kann da zwar hinklicken, aber man sieht nicht, was es ist. Verbinde Lagerplatz mit Basiswerk. Bei Basiswerkstatt 1. Oh, okay. Das ist Basiswerkstatt 1. Wir sollen es mit Lagerplatz 4 verbinden. Das ist das. Haben wir nicht? Wie habe ich das die ganze Zeit gemacht an den Zähl? Aha. Verbinde Lagerplatz 5 mit Basiswerkstatt 1. Haben wir gemacht. Okay. Wir werden das Logistik... Oh, da kommt der erste Typ hier. Wir werden das Logistiksystem verwenden, um das Eingangslager zu füllen. Erzeuge eine Verbindung von
Lagerplatz 2 zu Lagerplatz 4. Ja, 2 zu 4 haben wir gemacht. Erzeuge eine Verbindung von Lagerplatz 3 zu 5. Haben wir, richte Lagerplatz 4 so ein, dass es Stein annimmt. Haben wir. Richte 5 ein, dass es Holzscheiten einnimmt. Also es ist hier schon hier vorgeschlagen. Haben wir getan. Jetzt bringen die Klamotten von da nach da. Setze Produktion von auf Holzbrett. Setze Produktion auf Steinblock. Aha, die können zwei Sachen gleichzeitig anscheinend produzieren. Weise der Werkstatt die beiden Ausgangslager zu, um mit der Produktion zu beginnen. Verbinde Basiswerkstatt mit 6 und mit 7. Mit 6 und mit 7 haben wir gemacht. Richte 6 so ein, dass es nur Holzbretter annimmt. Die 6 nur, dass es Holz einnimmt. Und die 7 nur, dass es Stein annimmt. So. Mhm. Oh. Wir haben das zweite Tutorial geschafft. Insel verlassen, ja cool. Wieder ein bisschen was dazugelernt. Ja, ich würde sagen, das ist das Ende der ersten Folge. Ihr könnt mir gerne in den Kommentaren was da lassen, ob es euch gefallen hat. Oder einen Daumen nach oben. Ein Abo da lassen, würde mich natürlich auch freuen. Ja, wenn ihr mögt, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, gesund bleiben und so. Bye, bye.